YouTube, hallo Internet und willkommen bei LS17. So, ist mein Marker jetzt gesetzt oder nicht? Nee, oder nicht genommen. Warte mal, mache ich ihn nochmal. Wir verkaufen jetzt mal direkt, würde ich sagen, unser Hackschnitzel. Und da müssen wir dann hier hin. So. Einmal Marker setzen. Und los geht's. Ja, wir haben uns ja alle verschätzt bei den Bäumen. Ne? Das ist dann doch wesentlich weniger rausgekommen, als wir alle dachten. Und das trotz, dass ich auf einfach spiele. Ne? Schon erstaunlich. Ja, müssen wir mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Eigentlich habe ich immer noch die BGA-Geschichte im Hinterkopf, aber... Warte mal, blinken sollte ich mal, ne? Blinken war noch... Da gab es auch wieder viele Kommentare mit dem Blinken. Genau. Warnblinker... Wie geht der denn eigentlich? Gar nicht. Hm. Naja, brauchen wir es nicht. So. Auto off wäre schön, wenn es den hier geben würde als Mod, aber das ist ja dann ein Skript und somit gibt es das leider nicht. Müssen wir den Blinker noch von Hand ausstellen, aber kriegen wir auch hin. Mal schauen, was wir dafür denn kommen, ob sich das wenigstens gelohnt hat, die Plackerei. Musst du echt immer um Pudding fahren, kommst du nicht dran, ne? Steht unser Zug. Der geliehene Zug. Ich glaube kaum, dass das wirtschaftlich ist, jetzt bei unserer Hofgröße so einen Zug zu unterhalten. Aber der steht halt offen für die Gemeinde. Landwirte. Auch reinfallen. Müssen wir mal gucken. Hackschnitz ist da drüben, okay. Und hier ist ja bestimmt auch irgendwo so ein Goldnugget versteckt. Bei so einem großen Sägewerk. Das könnte ich mir echt gut vorstellen. So, ich glaube, ich hatte jetzt die Abkippseite rechts gemacht. Das müsste also eigentlich passen. Guck mal, hier mit dem Scheinwerfer ist ja auch cool. Kann man den mitnehmen? Gucken wir gleich mal. So. Mal gucken, was das jetzt bringt finanziell. 2, 3. Ups. Naja. So, was ist jetzt hier mit dem Preis drin? Den könnten wir mitnehmen. Ich weiß es nicht, ob der jetzt wirklich strahlt oder ob das eben nur so aussah. Obwohl, andererseits, wenn wir hier abends ankommen, ist das auch doof, ne? Wenn er nicht... Ach, komm, ich nehme mal mit. Hep. Wenn ich ihn jetzt dann hier drauf geschmissen bekomme und vor allen Dingen auch wieder abgeladen. Ja, der Sägewerkbesitzer hat gesagt, hey, komm, als kleine Prämie. Nimm dir den Strahler mit. Ist doch nett, oder? So, wie geht's weiter? Entweder starten wir mit Schweinen oder mit Kühen oder mit der BGA. Wir können also noch ein bisschen Geld aufnehmen, deswegen könnten wir eventuell was von den alten Traktoren verkaufen. Wobei mir das auch schwer fällt eigentlich, weil der ist noch nicht gepimpt hier. Den anderen hat man, den hat man ja aufgerüstet, ne? Dann würde ich ihr den hier mal verkaufen, dass ich den mal mitnehme. Dann geht er jetzt mal zum Shop. So. Mit dem Weg kriege ich hier, ne? Ja. Brauchen wir nicht markieren. Das ist so die richtige Richtung, oder? Doch, bestimmt.
oder? Doch, na klar. War nur ein Test. So, dann geht der weg. Ich hätte ja ganz gerne mal ein was Modernes nochmal. Aber wie gesagt, Beinpressen müssten wir eigentlich. Oder aber das Ganze mit dem Ladewagen einsammeln, ne? Und blinke aus. So. Aus. Gucken, was wir für die Kiste noch kriegen hier. Hätte ich auch zurücksetzen können. Naja, nächste Mal. Denn den Weg kennen wir ja alle schon. Oh, sorry. Das war knapp. Ich habe im Spiegel nicht gesehen. Toter Winkel. Ja, man könnte ja auch die Forstwirtschaft ein bisschen ausbauen. Da kriegen einige von euch aber schon Pen in Augen, wenn sie das nur hören. Und andere sagen, ja, mach, mach, mach. Das fand ich auch mal so schwierig. Ich möchte natürlich so eine gesunde Mischung haben. Ne? Andererseits interessiert mich natürlich auch weiterhin die Tierzucht. Denn wir haben ja auch noch das Mähwerk haben wir hier nicht gekauft. Das war. Nee, jetzt war auf dem PC, meine ich, ne? Oh, ich wollte blinken. Blinken, hallo. Danke. Was ist denn jetzt die Einfahrt? Ah, hier. Do not enter? Nee, das ist. Das bleibt doch mal an. Also kann ich es einfach mit dem Blinker. Hatte ich jetzt da oben den Goldnugget schon? Nee. Also müssen wir ihn nochmal holen, bevor wir jetzt den Traktor verkaufen. So, jetzt auch die Hintergrundgeräusche wieder da, ne? Was ist denn nochmal springen? Ja, okay. So. Hopp. Und hopp. Da war der. Okay. Ich glaube, 10 hat man ja gesagt, müssen wir haben. Dann werden die aufgedeckt, ne? Und einmal zum Verkauf. Wo ich noch keinen Plan habe, wie es weitergeht, aber. Fahrzeug direkt verkaufen. Xen. Fahrzeug wird verkauft. Wir haben 16.000 bekommen. Dafür sind wir 55. Ja. Wollen wir mal reingucken, was wir jetzt überhaupt noch haben. Also. Ne, was hier die zwei Traktoren noch. Dann. Was noch fehlt, ist halt der Flug. Den brauchen wir aber unbedingt. Ich meine, hier können wir mal so ein. Können wir am Hof nochmal so ein paar Bäume fällen, vielleicht und die nochmal wegjagen. Die Hallen, die könnte man auch alle verkaufen, oder was? Tatsächlich. Okay. Den Pickup würde ich noch behalten. Das lohnt sich hier nicht, den zu verkaufen. Ich finde ihn eigentlich ganz niedlich. Und, tja. Also, der nächste Schritt ist, ich muss einen Flug haben. Es geht eigentlich gar keinen Weg dran vorbei. Es fällt mir schwer, aber was willst du machen? Flüge. So, und wir hatten jetzt auf der einen Karte mal den gekauft. Die musst du auch drehen hier, 120 PS. 85 PS. Und sind ja beide 2 Meter. Von daher würde ich sagen, nehmen wir die günstigere Variante. So, da kannst du nichts weiter machen. Okay. Ja, bitte. Jetzt bräuchten wir dafür noch einen Traktor. Ja, nicht unbedingt, aber ich hätte schon ganz gerne mal ein neues
Fahrzeug. Irgendwas Schönes, was wir noch nicht so hatten. Ich meine, den Lindner, den kannst du ganz gut pimpen. Das fand ich eigentlich nicht schlecht. Du kannst auch mit den Rädern noch was machen und so, ne? Genau, der kann mich hier noch breitreifen. Zwillingsbereifung kann der auch. Das müsste man eigentlich dann umbauen auch, ne? So, der hätte jetzt 105 PS und der hat 102. Den haben wir jetzt aber auch auf der anderen Karte noch im Einsatz. Und gut, du kannst auch den Motor später nochmal verstärken. Müsste man jetzt noch nicht unbedingt. Von daher fände ich das gar nicht schlecht. Und der könnte jetzt auch Pflegebereifung. Okay. Kostenpunkt. Ach, der kostet 87. 87, der kostet 84. Die wird immer teurer, ne? 119. So, wir gehen mal zum Konto. Gucken mal, was, wie es da aussieht. Ich würde jetzt ruhig mal die maximale Möglichkeit nehmen. Komme ich denn da jetzt runter? Also, okay. Wir haben ja jetzt noch nicht so viel aufgenommen. Wir gehen ruhig mal ins Maximum. Wir müssen aber jetzt mal expandieren, YouTube. So, 192.000 ist natürlich jetzt eine nette Summe. Wenn wir jetzt einen Ballenwagen kaufen, also jetzt Ballen, können wir aber nichts einstreuen, wenn wir da was machen wollten, ne? Von daher kommen wir eigentlich gar nicht drum herum. Wir müssten eigentlich schon einen Ladewagen nehmen. Gehen wir später auch dann fürs Gras. Ja, brauchen wir jetzt dann doch was mit Tieren machen. Und von daher würde ich fast sagen, wir kaufen uns jetzt mal einen Ladewagen. So. Zwar die Menge, ne? Einmal kaufen, bitte. So, jetzt gucken wir mal bei den Traktoren. Das war 160.000 noch. Ist jetzt halt die Frage, wie wir da richtig was raushauen oder Fendt Vario kostet 111.000. Was hat der denn an Leistung? Der hat jetzt auch 110 PS. Der kann später noch eine stärkere Maschine auf 138. Pflegebereifung geht bei dem noch. Hauptfarbe grün. Sollte man, glaube ich, lassen, sonst werde ich wieder geschlagen. Ich kenne euch ja. 111.000 zu 87.000. Schwierig, schwierig. 111.000. Also ich. Wir nehmen den mal. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob das so richtig ist, aber Pflegebereifung nehmen wir jetzt nicht. Wir nehmen die normalen. Und wir bräuchten auch nochmal eine Spritze, ne? Was kostet denn deren Unterhalt? 200. Ne, 100 kostet der am Tag. Ey, komm jetzt. So, und den Rest müssen wir dann eh mal. Wieso ist denn der schwarz? Hey, das ist aber ein Bug, oder? Das sieht ja mistig aus. Da müssen wir mal gucken, ob der sich noch ändert. Beim nächsten Mal, wenn wir das neu laden, vielleicht. Konnte man da eine Farbe wählen? Ich muss mal gucken. Ja, der Fendt. Schöner Sound. War kein Rundumlicht. Okay. Mal so einen Shop gucken beim Ladewagen, aber ich glaube, der hatte keine Auswahl von der Farbe. Nee, das ist so. Das ist irgendwie ein Fehler. Und der Fendt.
Ich meine, den da jetzt noch. Von da hat man ja gemacht. Also den Motor können wir noch ändern später. Okay. Aber kein Rundumlicht dran bauen. Schade. Oder hat er irgendwas? Nee. Okay. Interessant, wie der anspringt und so, ne? Was mit dem Ladewagen los ist. Ich nehme erstmal den mit, weil den Flug braucht man dann erst im Anschluss. Und los geht's. Fett 43. Ja, dann können wir das Feld erstmal fertig machen. Dann drüben können wir, glaube ich, die mit der Ernte loslegen. Die Sojabohnen müssten soweit sein. Und dann wird das auch nochmal gepflügt. Ja, und dann müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Was denn dann die Planung ist. Geplant, wie gesagt, war eigentlich die BGA. Wie wär's denn, wenn man jetzt alle Felder, die wir zur Verfügung haben, alle mit Mais ansehen? Das wäre noch eine Idee, die man machen könnte. Bisschen abbiegen, oder? Ja. So, Blinker aus, muss ich kurz vom Gas gehen, dann brauche ich dann die Hand dafür. Das ist immer noch schwarz, ne? Ja, also wenn er jetzt so bleibt, beim nächsten Mal auch noch so ist, dann würde ich ihn ja nochmal runterschmeißen, weil das ist ja irgendwie, also, glaube ich, nicht so gewollt. Olefant gefällt mir gut. So, dann schauen wir mal mit dem Ladewagen, ob der dann wenigstens läuft. So, als Abschluss. Pickup senken. Ja, würde mich mal interessieren, wenn einer von euch die Mod auch drauf hat. Wie sieht denn die bei euch aus? Also jetzt für die, wenn ihr die PlayStation habt, ne? PC-Version ist klar. Da habe ich den drauf und da läuft er. Würde mal interessieren, ob das Ding verbuggt ist. Also jetzt mit der Farbe dann. Also ich würde den dann nicht so behalten wollen. Weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber. Oder? Ist das eine Spezial-Sonderlackierung? Aber in Schwarz, nee. Weiß nicht. Er erfüllt seinen Zweck jetzt, aber. Andererseits, wenn ich es wieder zurückgebe, dann machen wir wieder Fettverluste. Ne? Gut. In dem Sinne, ich danke fürs Zuschauen. Und wie gesagt, dann werden wir auf jeden Fall erstmal die Felder dann hier ernten und neu einsehen und pflügen vorher noch. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen und mach's gut.